Hier kommt ein kleiner Tipp. Und zwar sind ja immer diese Teller und Schüsseln so klein. Und wenn ihr nichts Passendes habt, könnt ihr so wie wir hier einfach eure Töpfe und Pfannen nehmen. Weil in so einem normalen Teller, man sieht das nicht, aber der ist nicht aktiv, da passt gerade mal ein halber geschnittener Apfel rein und eine Banane. Da habe ich noch kein Müsli drin. Und hier habe ich jetzt eine ganze Banane drin, einen ganzen geschnittenen Apfel, das war so ein kleiner Apfel, und 4 Löffel Müsli. Und das habe ich mit heißem Wasser aufgebrüht. Ja, ist das aus dem Töpfchen oder halb aus der Pfanne? Das lassen wir uns jetzt schmecken. Der zweite Tipp. Wir haben jetzt keine frischen Früchte, aber wir haben hier Apfelmus und anstatt frischen Früchten Heidelbeermarmelade. Und das schmeckt auch Müsli auch super lecker.